Was geht ab, meine lieben Freunde? Und ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge von Black Myth Wukong. Ich hab so Bock an der... Oh, holy shit, da ist mir die ganze Stimme rausgesprungen. What the fuck is going on? Okay, wir haben letzte Folge gegen den weißen Drachen gekämpft, gegen der Frau. Irgendwas mit... Wulong? Oh, scheiße, ich habe ihren Namen vergessen. Fuck me, warte, hier müsst ihr doch bestimmt dabei. Porträts. Yaogai Oberhäupte. Blauäugiger. Ich habe jemanden vergessen. Oh, da sind ein paar. Oh. Yaogai Könige. Ah, guck mal, hier kann man sogar alles. Kang Jin Lung, sie war das, ne? Oder war es Kang Jin Stern? Charakter. Holy Fide. Ich glaube, Kang Jin Lung, war es, glaube ich. Oha, hier haben wir fast alle. Fast alle Yaogai-Könige. Man kennt ihn. Ja, wir gucken lieber nicht weiter. So, auf jeden Fall, Skywood River. But Turtle General's help was necessary. Ah, when me and Wukong braved across that river, we were surely a sight to behold. Okay. Wir haben den Kollegen jetzt an der Backe. Von dem... Holy! Alter, der kann sogar auch kämpfen. Let's go. Oh, yeah. Hey, Alter. Ich habe einen Schlag bekommen, weil der Kollege meinen anderen Kollegen klatscht. Der Junge, ich bin mit dem Sprung ausgewichen. Motherfucker. So, wir müssen... ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich einfach bergauf. Wir sind auf jeden Fall jetzt von ihm hier abgesprungen. Holy hell, ist der fucking riesig. Jesus Christ. Wir wissen, ob ich den mitnehmen kann zu irgendwelchen besonderen Bossen. Das wäre ja sick. Wir probieren es einfach mal aus. Mit meinem keen eye. Ford the stream. And we'll surely find something interesting. Welchen Fluss? Bruder. Ich sehe hier keinen Fluss. Ich sehe nur einen Typen, der hier auf Schnauze kriegen will. Er macht denselben Move, wie wenn ich in dieser großen Steingestalt bin und mich da fallen lasse. Alter, what the fuck ist das? Was bist du denn? Auf jeden Fall hast du jetzt einen starken... Ah, Junge. Guck auf ihn ein, Kollege! Der macht bestimmt einen Angriff, oder? Okay, er hat eine Truhe hier. Ja, mit der Truhe. Eisensand. Da ist noch so. Hallo. Hey, hier, links. Okay. Da. So, Kollege, der weiß gar nicht, was ihm blüht, weil er hängt an seinem Stein, an seinem Schwertchen. Ich bin eingefroren. Nehmen wir mal die normale Form. Weiß, in dollen Haltung mache ich mehr Damage, aber für ihn reicht es auch so. Was passiert jetzt? Alter, auf einmal fängt er auch an zu attackieren. Der kleine Teddybär hier neben mir. Junge, pass mal auf jetzt. Mal jetzt. Junge, direkt massakrieren, ey. Geil! Das ist geil. Zack. Himmelsbirne. So, durch die laufe ich durch. Oder klatsche ihn noch weg. Ich hoffe, ich bin da nicht richtig. Ich fände es so geil, wenn ich noch ein paar Sachen mit dem erkunden könnte. Oh, shit. Okay, er ist aber auch so richtig am Attackieren, ne? Du landest, wenn ich das will. So, hier war noch einer. Was hast du für eine Sorge? Deine einzige Sorge sollte sein, dass du einen Stab auf der Birne bekommst, mein Freund. Das sage ich dir aber. Ganz schön viele Skelette hier, ne? Ganz schön große viele Skelette. Was? Damn! Sag doch was! Putz!
Was? Niederer Jaguar? Jaguar. This must be the snake general. No, nothing but bare bones. That yellow brow is surely cruel. I'll give him that. Okay. Wenn ich hier auf dem Pfad des... Halfwit like you will be a lamb to the slaughter. Wenn das der Schlangengeneral ist, ne? Ja gut. Oder die Überreste des Schlangengenerals. Und hier der Kampfer. Dann ist das wohl der richtige Pfad, würde ich mal sagen. Dann gehe ich mal lieber die andere Richtung. Dann können wir vielleicht noch damit was mit ihm auschecken. Ich würde nämlich noch sehr gerne ihn so lang wie möglich an meiner Seite haben. Zack. Natürlich nämlich geil, den extra Damage mitzunehmen. Mein Mana ist komplett am Arsch, sehe ich gerade. Sollte vielleicht gleich auch mal richtig rasten, weil ich hatte nur gespeichert. Oh nein. Da, gucken die an. Das Tentakelmonster, mein Freund. Ja. Prügel auf ihn ein, mein fertig. Ja, ja. Wie ist das abgefuckt zu werden, ne? Aua. Oh, ich hab die falsche Stance ausgewählt. Ja, coole Idee. Ja. Bro. Der hielt mich sogar. Holy smoke. Wo warst du mein ganzes Leben lang, mein Freund? Wo warst du hier mein ganzes Leben lang? Nicht gerade noch gesagt, ich sollte mich healen gehen oder so. Jetzt laufe ich hier rum. Wie der läuft, ich kann nicht mehr. Ist das geil. Und Speicherpunkt, weil ich habe... Oh, shit! Easier, you. Where the path narrows, danger lurks. Hä? Oh, die Teleportation. Okay, ein Rastpoint. Alter, ist das dunkel hier. Leck mir die Füße. Vielleicht kann der auch Geheimnisse erzählen, wenn wir hier sind. Zu meiner Zeit war hier ein Weg. Schlag mal dagegen. Auserkorener. Und dann öffnet sich der Pfad. Der Pfad zu neuen Welten. Chill. My hide may be thick, but it's no match for this bitter cold. So much for the journey, I guess. So, auf jeden Fall rasten, damit wir hier mal wieder alles vollständig haben. Sehr schön. Konnte ich was Neues schmieden eigentlich? Erstens fehlen mir da die Geistesessenz und zweitens fehlen mir Kunststahl oder Kunststahl. Und das andere fehlt mir auch. Achso, der wollte ich nicht bauen. Soll ich ihn herstellen? Den Hut? Das ist ein bisschen bessere Verteidigung, ne? Ach komm, warum nicht? Mal was Neues. Auch wenn ich eigentlich sparen sollte, aber sparen, machen, sage ich immer. Das sage ich immer. By the way, ich habe jetzt die Ankündigung, es ist jetzt auch ein paar Tage her, es gab jetzt die Ankündigung zum Ghost of Tsushima 2 Teil, wie ich das noch nicht erzählt habe. Und Ghost of Yotra, da freue ich mich schon drauf, da habe ich Bock drauf, das sieht sehr interessant aus auch. Viele regen sich auf, weil man da jetzt quasi eine Frau, also quasi, wenn man da eine Frau spielt, als Hauptprotagonist oder zumindest jetzt natürlich alles einen Anschein macht. Oh, mich stört das gar nicht.
go, 3 Points. Viele wollten halt, dass Jin's Story weitergeht. Und ich will nicht neu, denn ich hab mich so gefreut, jetzt werde ich dir nicht spielen, wenn man deine Frau spielt. Und ganz ehrlich, da muss man doch auch mal ein bisschen den Bach flach halten, ja, den Ball flach halten. Prinzipiell ist es fast egal, welchen Charakter man spielt. Meiner Meinung nach sollte er einfach nur halbwegs ansehnlich sein. Ich will keinen spielen, der ugly af ist, da bin ich einfach ganz ehrlich, so, keine Ahnung. Hab ich im Spiegel genug, brauche ich nicht. Und vor allem sollte er auch gut geschrieben sein, also die Story von ihm, weißt du? Oder von ihr und gutes Character Development da sein. Einfach, dass es Spaß macht, den Charakter zu spielen. Wenn du halt einfach nur so einen unsympathischen Dreckscharakter hast, der auch nichts dazu beiträgt oder... Ich meine, hier der Affenmann, den wir spielen, der sagt nicht großartig viel, aber der ist einfach... Der geht schon, wenn er seine Kämpfe macht... Allein schon den Giga-Chat-Walk, den er hinlegt, macht der sympathisch. Also den hier. Den fucking Giga-Chat-Walk, der reicht... Der fällt ja immer mit... Und auch so die Expression und sowas von dem. Ist halt immer, der sagt nichts, aber die Story um ihn herum ist halt ganz nice. Er passt gut rein. Der ist einfach. Der passt, der Charakter. Der muss nicht viel sagen, aber die Ausstrahlung zu diesen fucking. Ja. Alpha-Affen hat er. Also dieser Boss-Affe. Diese. Auf dem Weg zur Gottheit. Es muss halt einfach passen. Und nicht irgendwie auf Zwang sein oder so. Ist hier ein Weg hinter, oder? Nö. Oh, shit. Ja, Kollege. Holy. Au, yo. Ja, nun machst du jetzt mal eine Pause. Jetzt mach ich eine Pause. Ja, geil, dass du mich hielst, wenn ich mich gehe da. Na, Junge, Butz, Alter. Gib mir deine Seele, gib sie mir, gib mir her. Lecker Schmecker. Oh no. Das geht ja nicht. Man kann das auf Biegen und Brechen nicht fotografieren. Rothaariger Yaksha. Wir haben aber noch nie einen legendären Geist bekommen, ne? Oh shit. I need a rest. That pavilion looks like a good place. Schalt mich schon mal weg. Ich glaube, ich habe danach Vorahnung. Bitte sag mir, dass ich hier falsch bin, storymäßig, sag ich mal. Oi, Kid. You look suspicious. What kind of Yaogwai are you? Shh. I'm looking at that Buddha over there. See his belly button? It's so big. Me and you, we look way smaller. Buddha? Where is it? You see no Buddha because you think no Buddha. No thought, no sight. I, the sacred gourmand, saw enough Buddhas before you were born. Foolish brat. You didn't see that coming, did you? True hearts find their path, and the Buddha is on that path. Why not worship around with true hearts, for Buddhas may light your path? Worship my hoof. Visit temples, kneel to figures, tell no black from white. That's my master. I am fed up with all these skin-deep rites. No true heart, the path is sealed. With true heart, it's revealed. Okay, aber ich hab ein reines Herz. Ich bin der Affenmann. Darf ich rein? Why the rush? Try looking around.
To see a Buddha, one must hold the Buddha in one's heart. Why the rush? To see a Buddha, one must hold the Buddha in... Man muss Buddha im Herzen tragen. What the fuck? Achso. Erstmal ziehe ich hier so einen Pflanzenmann raus. Man muss Buddha im Herzen tragen. Das ist bestimmt wieder so eine Rätsel-Sache. Irgend so ein Yao-Geist oder so ausrüsten. Finde den Vibe von dem Kleinen cool. Ja, ich hab schon Buddhas gesehen, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Der fehlt nur noch eine Fluppe, dem Kleinen da. Der mir hinterherläuft. Oder der da an meiner Seite ist. Was? Okay, ich dachte, ich hätte einen Punkt gesehen. Was ist so ein Integrationspunkt, wo man integrieren kann? Integrationspunkt, ja, das war. Interagieren meine ich, nicht Integration. Interagieren. Ein Interaktionspunkt. Ich habe, by the way, vielleicht sieht man das hier oben den Schrank ein bisschen umgestellt. Da habe ich jetzt meine ganzen Funko-Pop-Figuren aufgestellt. Weil mein neuer großer Tengen ankam. Den konnte ich dann jetzt da hinstellen, wo die quasi vorher den Platz hatten. Und ich hatte auch genug der Funko-Pop-Figuren, damit ich nicht so viel da hinstellen kann, dass der Kater dann nicht hochspringt, hoffentlich. Wir drücken da mal alle ganz fest die Daumen, dass das nicht tun wird. Am liebsten würde ich eigentlich den Tengen und so dahin stellen, die großen Figuren, aber wenn die Katzen da hochspringen und die sind leider so super empfindlich an manchen Stellen. Ja, dann reißt er da Sachen ab oder so und dann kriege ich Krise, weil die fucking Riesenfiguren super teuer sind. Bis der ankam, hat auch gedauert. Fast 4 Monate habe ich, glaube ich, gewartet. Ich habe halt so viele Getränke, die habe ich noch gar nicht benutzt. Das muss ich mal machen. We're meant to be doing some worshipping. Did you see any Buddha? Ein Buddha gesehen. Muss ich auf so kleine Statuen achten? Mein Freund, ich habe noch gar nichts gesehen am Buddha. Da ist doch ein Buddha. Wenn ich wüsste, wonach ich Ausschau halten muss. What the fuck muss ich hier tun?
Ich hab keine Ahnung, ne? Time it better, kid! Wollte mal was ausprobieren. Du musst besser reagieren. So, das war die Fähigkeit. Ich dachte, was habe ich jetzt bekommen? Das aber nicht, ne? Und da habe ich ja eben doch richtig gesehen, dass hier was war zum Interagieren. We're meant to be doing some worshipping. Did you see any Buddha? Bro, ich sehe gar nichts. Untersuche ich falsch. What the fuck muss man hier tun? Ich sehe keinen Buddha. Wieso siehst du keinen Buddha? Ich bin nicht der Einzige, der einen Buddha sehen muss. Kannst du auch einen Buddha sehen? Ist das ein Buddha? Hä? Da kommt man ja nicht hin, ne? Bestimmt irgendeine Felsformation oder so, die man im genau richtigen Winkel anstarren muss. Kann doch eigentlich nur hier oben sein, oder? Bestimmt ist der ganze Fels irgendwie so ein riesengroßer Buddha. Man muss nur aus dem richtigen Winkel darauf gucken, aber... Ich guck mal von unten, ob ich das irgendwo irgendwie erkennen kann. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Aha, ah, okay. Eine Pflanze. Das ist hier oben ja der zweite Part. Dass man erst unten was aktivieren muss und dann, dann oben. Guck mal, das da können ja Augen sein, ne, wo die zwei Statuen stehen. Oder ich interpretiere jetzt viel zu viel rein. Ey, guckt halt so hoch. Why the rush? To see a Buddha, one must hold the Buddha in one's heart. Ich hab keine Ahnung. Was? Mann, kannst du mir mal nicht so Hoffnung machen? Feuerglockenblume, okay. Oh, da vorne ist was. Aha, vielleicht habe ich an der falschen Stelle gesucht. Aha. I've seen many pot-bellied bodhisattvas, but none quite like this curious pot-bellied boy. Ah, I get it now.
multiple Buddhas, that boy said. Huh? There must be four Buddhas to worship. Loony monk. God reason with him. Vier Buddhas muss es geben. Buddhas oder Buden? Das heißt, ich muss da weitergehen, oder was? Oder wo sollen die vier sein? Ich guck mal, was hier ist. Nicht getroffen wurde, aber. Ah, hier ist noch einer. Hä, was ist da? Der Kette aus dem Mund? Damn! Wir insen auf den Kopf springen. Just go through the motions, boy. Who knows if it's true or not? That little monk was speaking riddles. That little monk was speaking riddles. Oh, blinder Sack. Man soll immer mal einen Grund haben, den Blinden zu verprügeln. What? Da ist noch ein Buddha. 1, 2, 3, ne? 3, ja. Das wäre der dritte hier. Back when we journeyed to the New West, our master took it from Mount Lingshan. He visited and kneeled to every figure until Yellowbrow captured him. I'm not my master. Na, Kollege? Noch so ein Blinder. Ich hab einen Stein. Ich bin dick und hab einen Stein. Ich hab einen Stab, Junge. Ein Stabmeister Wukong.